Hallo, mein Name ist Matthias von TVFi und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch einmal die neuen ELAC Connex Lautsprecher vorstellen. Das sind kleine Aktivmonitore, quasi Alleskönner. Wir packen sie mal zusammen aus und dann schauen wir mal, was sie so können. Zunächst einmal zu den Maßen. Wir haben hier eine Höhe von so 25 cm, eine Breite von 14 und eine Tiefe von 19,5. In der Plastiktüte ist alles dabei, was man braucht, um direkt loszulegen. Das ist zum einen die Fernbedienung, ein HDMI-Kabel, Stromanschluss, Batterien für die Fernbedienung und ein Boxenkabel. Noch eine kleine Anleitung und Plastikknupsis, die man dann an den Boden der Box kleben kann. Die beiden Lautsprecher sind einmal die passive Seite. Da haben wir dann hinten nur Lautsprecherklemmen. Das heißt, der aktive und der passive Lautsprecher, die arbeiten über ein herkömmliches Lautsprecherkabel zusammen. Also kein Spezialkabel, sondern wirklich ganz einfach und gut zu verbinden. Der aktive Lautsprecher hat im Unterschied zum passiven hinter seinem Grill hier noch eine LED-Anzeige, die ist allerdings auch abschaltbar. Diese LED-Anzeige zeigt euch dann die Betriebsart an und auch, dass ihr wisst, dass die Fernbedienung funktioniert, wenn ihr sie steuern wollt. Hier sind dann die Ausgänge von der aktiven Seite zur passiven Seite. Dann haben wir hier oben einmal den Lautstärkeregler, der gleichzeitig auch zur Quellenwahl dient, wenn die Fernbedienung mal verloren geht. Dann haben wir hier den Ground-Anschluss, genauso wie die analogen Eingänge für einen Plattenspieler. Wir haben hier noch einen Sub-Ausgang, um einen aktiven Subwoofer anzuschließen. Wir haben einen optischen Eingang, wir haben einen USB-Eingang und wir haben den HDMI-Eingang. Und das ist eine echte Besonderheit. Das bedeutet nämlich, ihr könnt die Lautsprecher an euren Fernseher anschließen und über eure Fernsehfernbedienung die Lautstärke regeln. Und das findet man nun wirklich relativ selten und das ist ein echter Problemlöser. Darüber hinaus, was auch pfiffig ist, haben wir hier oben einen Links-Rechts-Schalter. Und dieser kleine Links-Rechts-Schalter ermöglicht euch nämlich, die Boxen so aufzustellen, wie es euch passt. Will also heißen, wenn ihr den Stromanschluss oder den Fernseher eher auf der linken Seite habt, dann könnt ihr den kleinen Schalter hier umstellen und so die aktive Box auf die linke Seite stellen. Ist das Ganze umgekehrt, will also heißen, ihr hättet die aktive Box gern auf der rechten Seite. Auch das ist kein Problem. Den Schalter einfach in die andere Position stellen und schon könnt ihr die aktive Box auf die rechte Seite stellen und die passive auf die linke Seite. Mit dieser Vielzahl von Eingängen ist die Box ein wirklicher kleiner Alleskönner. Denn ihr könnt, wie gesagt, nicht nur den Fernseher anschließen und mit der Fernsehfernbedienung über HDMI, ARC das Ganze steuern, sondern ihr könnt auch über Bluetooth eure Smartphones, Tablets anschließen, ihr könnt über USB euren Computer anschließen, ihr könnt eure PlayStation anschließen, ihr könnt den Plattenspieler anschließen, ob mit oder ohne eingebautem Phono-Vorverstärker, sodass hier eigentlich keine Wünsche offen bleiben. Vorne haben wir einen 12 cm Tiefton und hinten haben wir eine kleine schmale Bassreflexöffnung. Ich schließe jetzt die Boxen einmal kurz an und dann bin ich gleich wieder für euch da. Also die Lautsprecher klingen schon ganz ordentlich, auch wenn es jetzt über YouTube vielleicht nicht bei jedem so zu Hause ankommt. Wir haben hier bei uns in dem Geschäft auch schon mal zwei Vergleiche durchgeführt
Zum einen, Sie sind ja über HDMI anzuschließen, haben wir Sie mal gegen die Sonos Beam laufen lassen. Im Stereo-Modus, finde ich persönlich, können die Lautsprecher da schon ein bisschen mehr. Die Beam hat da die Vorteile im Surround-Antasten, sage ich jetzt einmal. Und die sind halt, wie gesagt, im Stereo-Modus, Sprachverständlichkeit und so weiter, ist ja wirklich exzellent. Darüber hinaus haben wir sie mal gegen die mittlere Pianokraft laufen lassen, also die MCR N570D. Die Lautsprecher von Yamaha, von der Pianokraft, sind ein Hauch größer und klanglich ist sie auch ein Hauch erwachsener. Sie liegt allerdings auch im VK so um die 600, 630 Euro. Ich möchte euch auch einmal noch die Fernbedienung noch mal im Detail zeigen. Ich halte sie hier mal so ein bisschen in die Kamera. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf drauf. Wir haben hier für jede Funktion eine eigene Taste. Das heißt, nicht nur ein Aus, sondern auch die Quellwahl können wir hier direkt wählen. Und wir haben, wie gesagt, eine LED-Taste. Mit dieser Taste können wir hier die LED ein- und ausschalten. Das ist ganz angenehm, wenn ihr zum Beispiel mal im Dunkeln die Boxen benutzt und keine Lust habt auf ein störendes Licht. Dann habt ihr ganz hier oben die X-Bass-Funktion. Die ist für ein bisschen mehr oder eben entsprechend auch weniger Dynamik. Wichtig ist hier, länger drücken, sonst reagiert es nicht. Ja, was ist mein Fazit? Was ist so ein bisschen auch der Marktvergleich? Was können die Boxen hier besser wie andere Boxen? Es gibt eigentlich, wenn man so ein bisschen rumschaut, noch so zwei Vergleichsboxen von Klipsch, die Fives. Die sind nochmal so 100, 200 Euro teurer wie die hier. Und es gibt noch ein Pärchen von Nubert. Die hier von Elac sind aus meiner Sicht aus mindestens zwei Punkten deutlich besser und auch flexibler. Zum einen, wir haben hier ganz normale Terminals. Das heißt, ihr könnt ganz normales Boxenkabel anschließen in eurer Länge, wie es euch passt. Ihr könnt zum Beispiel auch Unterputzboxenkabel verwenden, wenn es schon bei euch in der Wohnung liegt. Und seid so nicht an ein Spezialkabel gebunden. Sowohl die Klipsch als auch die Nubert haben ein vierpoliges Spezialkabel. Da ist es halt dann nicht mehr so weit mit bestehendem Boxenkabel, sondern ihr müsst halt dieses Spezialkabel verwenden. Darüber hinaus seid ihr hier mit diesen Boxen deutlich flexibler in der Aufstellung. Wir haben nämlich hier mit dem Links-Rechts-Schalter die Möglichkeit, die aktive Box sowohl links oder eben auch rechts aufzustellen. Auch das findet ihr bei der Konkurrenz in dieser Form nicht. Wenn ihr nun neugierig seid und euch die Boxen mal live anhören wollt, kann ich euch nur empfehlen, kommt zum Elac-Händler eures Vertrauens, schaut sie euch mal an, hört sie euch vor allen Dingen auch mal an. Auch wir werden sie vorführbereit bei uns in der Ausstellung haben. Und wenn ihr noch weitere Informationen in der Zwischenzeit braucht, hier unten in der Videobeschreibung haben wir nochmal alles aufgelistet, auch welche Farben es gibt, was die Boxen kosten. Und auch Kommentare und Fragen gerne hier unten in die Kommentarbox. In diesem Sinne, viel Spaß beim Musik hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!